Hier, wir kommen noch auf TV bei Djokos Herkader. Da sieht doch richtig aus, dieser Herkader. Okay, geht der Pulle in der Hand, Alter. Ey, bring mal rein, gib mal ein Stück. Das ist aber mal kurz aufhören, ja. Wie rein noch kannst du es machen, vielleicht dann nicht mehr. Wir sind dann draußen machen, wenn du ihn saufen willst. Scheiße, Junge, mal herum. Was ist das jetzt? Ich muss das Akku leer. Ey, Alter, was fällt die Mütze aufsetzen, muss die wieder absetzen. Du musst mal echt einfach machen, wir wollen nur zum kleinen Locke dran lassen. Ja, na, so, ich lasse jetzt mal mit dir. Ich das mal für das auf jeden Fall. Ey, Junge, nicht solche Unkomplimente. Bei dir sein noch ein Drum, mit dem Storchen lässt auf dem Kopf. Eigentlich kein Problem, gut, die machen wir auch noch so. Aber die gut sind so, Alter, was du bist, Alter. Ja, na, Whitey, Alter, alles klar, ja, na, es ja. Geht. Du bist bei No Bronx TV dabei. Auf jeden Fall, Alter. Zöger. Und? Läuft. Was warst du gerade in Nürnberg oder was? Na klar, ganzes Wochenende ist halt Party gemacht. Ja, also kenn ich mein Whitey Sasha, Alter. Die Bitches am Start, ein Bett. Und was war's, Cops bei Mount Bronx? Ja, Mann, schöne Grüße aus MVG am Mount Bronx. Yeah. Whitey Sasha am Start, Mann. TKO, wir machen euch alle kaputt. Yeah. Na, was ich sagen wollte, altes Haus, wie siehst du deinen Stand der Dinge bei TKO? Naja, alles ganz gut, soweit. Gefällt mir, läuft alles, Mucke passt. Also alle Leute, die unsere Musik nicht hören, die haben keinen Geschmack für Musik. Beats einfach mal, haut rein, Müsst ihr euch anhören. Und, wie stehst du deiner Crew? Ich stehe ganz hinter meiner Crew, Non Bronx Forever. Yeah. Bin ich stolz auf meine Crew, wir haben uns auf die Beine gestellt. Jeder meiner Atzen hat's drauf und ihr nicht. An alle Füßer da draußen, ihr könnt noch viel üben und lernen, bis ihr an uns ankommt, Mann. Jetzt zieht euch das Rap-Business rein, Leute, Alter. Zieht euch rein. Dicke Silberketten, dicke Silberuhren. Bam, Alter, guck dir die an, Alter. Vier Diamanten im Uhrwerk eingebaut, Alter. So muss es ablaufen. Patte machen, Mann. Business ist angesagt, sonst überlebst du nicht auf der Straße, Mann. Genau, so sieht's aus von der Straße wie die Straße aus, Junge. Auf jeden Fall, Mann. Was die Zuschauer bestimmt interessieren würde, wäre, wie lange machst du schon Musik? Ich mache Musik, seit ich 12 Jahre alt bin. Und so richtig dafür kämpfen und hart schreiben, hart arbeiten, jeden Tag, seit 3 Jahren. Ich werde 18, mit 15 habe ich richtig angefangen, Rap aufzunehmen. Und auch mit Beats und so. Und davor habe ich erstmal ein bisschen gelernt und so, mich dafür nur interessiert. Aber jetzt kann ich ohne Rap nicht mehr leben. Genau. Rap ist meine Zukunft. Na, sieht schon gut aus bei dir, weil beim ersten Album 5MCs ein Mike da gemacht hat. Deutschlandstraßen, das war ja der übelste Burner. Na, auf jeden Fall. Yeah. Da habe ich ein bisschen zurückgeblickt, einfach nur mir überlegt, was willst du den Leuten da draußen sagen? Wie willst du so ein bisschen starten auf dem ersten Album, wo du mit drauf bist, so offiziell? Da habe ich mir gedacht, naja, du bist auf der Straße aufgewachsen. Es gibt so viele Leute, die erzählen, in Deutschland gibt es nicht Kriminalität, Ghetto, dies und das. Aber eins kann ich euch sagen, Deutschland hat Ghettos. Vielleicht nicht so wie in Amerika, man kann das nicht vergleichen. Man nennt das ja auch Aufbau-Ghetto. Aber ich habe schon genug Leute gesehen, die Leute abgezogen haben, die Leute kalt gemacht haben, die Leute, die Fresse auf den Bordstein getreten haben. Ich habe Leute gesehen, die eine Bank ausgeraubt haben, die eine Tankstelle ausgeraubt haben. Aber alles, weil sie Geld gebraucht haben. Man macht das alles nur zum Überleben. Und auch du solltest überleben, egal, geh deinen Weg, egal ob er falsch ist oder nicht, es kann sein, dass du dabei krepierst, aber ich gehe meinen richtigen Weg, ich schaue, dass man mich nicht kalt macht, und wenn mich einer Stress macht, ist man kalt. Genau, so sieht's aus, weil Ficken lässt sich No Bronx von keinem, Alter. Ganz genau, Mann. Mein Azu White Disaster bei No Bronx TV, das erste Interview, Jetzt kannst du ja nochmal deine Homies grüßen. Grüß dich all meine Freunde aus Nürnberg, Naumburg, Berlin. An alle Freunde da draußen, an alle Kanaken, Selam Nurmausen, kendinize iyi bakın, ve çok büyük hatalar yapmayın, ve para, en önemlisi dünyada para. Para para, kızlar, çıkmak falan, anlarsınız beni değil mi? İyi o zaman. Peace out.
Nicht schreien, Leute. Nicht schreien. Wie? Da wurden Atze, Joker bei Nürnberg TV. Wie immer an der Arbeit. Pseudonym Arbeit. Immer im Monat. Auf einer Prinz Porno Platte, Alter. Ja, ich dreh durch, Alter. Ich will mit dem Pill erschreiben, Alter. Da, du. Auf die Sonne. Es fing schon an, damals als sie noch ganz kleine Kinder waren. Sie nahmen sich die Leute vor und das im Kindergarten. Sie schlugen wahllos ein, ohne zu überlegen. Für sie hieß es schon damals ein Kampf ums Überleben. Es war ihnen scheißegal, was sie dafür bekamen. Es verging nur selten Tage, wo sie sich benahmen. Sie wollten jeden Tag Action und suchten deshalb Stress. Es hat sie nicht interessiert, ob sich dabei einer verletzt. Sie waren bei den ganzen Erziehern schon im Visier. Wurden von der kalten, kranken Welt dazu inspiriert. Es wurde vom Ausschluss am Kindergarten schon diskutiert. Doch sie wollten nur, dass man sie ein bisschen respektiert. Doch es war nicht mehr viel Zeit, deshalb blieben sie noch drin. Sie noch rauszuschmeißen ergab in ihren Augen gar keinen Sinn. Sie hofften, sie waren zu weit, denn sie waren bald schuljung. Und plötzlich war es so weit, es kam die Entschuldung. Was ich euch hier berichte, ist eine wahre Geschichte. Von ein paar Typen, die bis jetzt kein einziger Bulle erwischte. Was ich euch hier berichte, ist eine wahre Geschichte. Von ein paar Typen, die bis jetzt kein einziger Bulle erwischte. Was ich euch hier berichte, ist eine wahre Geschichte. Von ein paar Typen, die bis jetzt kein einziger Bulle erwischte. Was ich euch hier berichte, ist eine wahre Geschichte. Von ein paar Typen, die bis jetzt kein einziger Bulle erwischte. Es war der erste Tag und es fing schon wieder an. Und sie nahmen sich die ganzen Leute dann schon wieder ran. Ohne Rücksicht auf Verluste wollten sie die Guten sein. Und ohne Rücksicht auf Verluste schlugen sie auf Lehrer ein. Sie klauten die Zuckertüten und machten sich gleich unbeliebt. Ob Freund oder Feind, das machte für sie doch keinen Unterschied. War alles scheißegal und die Noten wurden schlechter. Und jeden zweiten Tag landeten sie beim Direktor. Auch die Hausaufgaben machten sie nicht, sie fehlten jeden Tag. Und deshalb durften sie nachsitzen und zwar das jeden Tag. Sie wurden von allen abgegrenzt und der Hass staute. Und alle meinten nur zu ihnen, sorry, doch ihr taugt zu nix. Und nach diesem Spruch warf es sie alles vorbei. Sie fingen an zu saugen, zu rauchen und waren jeden Tag heiß. Sollte es auch anders sein, kein Abschluss, das war Fakt. Und somit war für sie die ganze Schulaufbahn verkackt. Was ich euch hier berichte, ist eine wahre Geschichte. Von ein paar Typen, die bis jetzt kein einziger Bulle erwischte. Was ich euch hier berichte, ist eine wahre Geschichte. Von ein paar Typen, die bis jetzt kein einziger Bulle erwischte. Was ich euch hier berichte, ist eine wahre Geschichte. Von ein paar Typen, die bis jetzt kein einziger Bulle erwischte. Was ich euch hier berichte, ist eine wahre Geschichte. Von ein paar Typen, die bis jetzt kein einziger Bulle erwischte. Die Schule war vorbei, jetzt machten sie den ersten Einbruch. Sie bekamen von ihren Leben den falschen Eindruck. Auf der schiefen Bahn gelandet, ging die Karriere erst los. Doch durch die Einbrüche bekamen sie nicht genug Fuß. Sie fingen an zu verticken, erst war's Shit und Gras. Sie machten Party mit der Kohle und das Tag für Tag. Die chemischen Drogen kamen wie Crystal und Kokain. Sie machten ihr Ding, denn sie waren wie ein perfektes Team. Sie zogen ihr Ding durch und das an verschiedenen Orten. Vollgepumpt mit Drogen taten sie sogar Leute ermorden. Wie bei einem Film taten die Drogen ihr Leben bestimmt. Sie bekamen nichts mehr mit, doch sie waren schon mittendrin. Sie überschritten jegliche Grenzen, doch das war ihnen scheißegal. Wie unter Narkose hatten sie keine andere Wahl. Nichts vorhersehen können, hörte plötzlich auf der Handel. Und wie bei einem Schlag kam der plötzliche Wandel. Was ich euch hier berichte, ist eine wahre Geschichte. Von ein paar Typen, die bis jetzt kein einziger Bulle erwischte. Was ich euch hier berichte, ist eine wahre Geschichte. Von ein paar Typen, die bis jetzt kein einziger Bulle erwischte. Was ich euch hier berichte, ist eine wahre Geschichte. Von ein paar Typen, die bis jetzt kein einziger Bulle erwischte. Was ich euch hier berichte, ist eine wahre Geschichte. Von ein paar Typen, die bis jetzt kein einziger Bulle erwischte. Was ich euch hier berichte, ist eine wahre Geschichte. Von ein paar Typen, die bis jetzt kein einziger Bulle erwischte. Was ich euch hier berichte, ist eine wahre Geschichte. Von ein paar Typen, die bis jetzt kein einziger. Ja. Hallo, ist Ronny da? Kleinen Moment. Hallo, hier ist Nürnberg Entertainment, Joker und man weiß schon, Perle. Ja.